Jetzt wollen wir mit Streamlit mal ein größeres Programm schreiben, beziehungsweise mal Daten darstellen. Dazu schreiben wir jetzt nicht stwrite, sondern machen wir Title und schreiben mein Dashboard, weil wir hier jetzt einfach ein paar Daten darstellen. Title ist falsch geschrieben. Also ich hatte ja auch mal gesagt, man ist nicht wie bei Jupyter Notebooks, dass man immer so Zellen hat, wo man Zwischenergebnis hat, aber dafür hat man hier auf der rechten Seite immer so eine Art Zwischenergebnis. Ich mache jetzt hier mal ein bisschen mehr Platz und klicke mal hier drauf, sodass es hier kollabiert wird. Also ich habe hier einfach auf dieses Icon geklickt und dann sieht man ein klein bisschen mehr. Als erstes will ich mir jetzt mal Daten runterladen und dazu nehme ich mal diesen Code, den ich da geschrieben hatte, dass man hier Daten runterziehen kann. Hatten wir mal schon gehabt. Und das erste, was man jetzt sieht, ist, dass HTTP-Import, dass dieses Modul nicht da ist. So, jetzt gibt es eine Sache, die wichtig ist. Jetzt kann ich das gleich wieder aufklappen. Und das sind hier diese Requirements. Man muss jetzt erstmal dem Programm, diesem Streamlit-Programm, mitteilen, welche Packages man braucht. Eigentlich denkt man ja, mache ich doch hier mit Import, aber man muss es hier aus Gründen, die ich auch nicht genau kenne, muss man es nochmal extra machen. Und dafür gibt es eine Textfile und da sind die Requirements drin. Und hier schreibt man jetzt matplotlib HTTP-Import mit dazu. Und ich schreibe noch gleich was anderes dazu, nämlich Bouquet, und zwar die Version 2.4.3. Denn was ich jetzt machen muss, ist Folgendes. Eine kleine Erklärung dazu. Das Ganze läuft ja hier in diesem Browser und jetzt mal sehr vereinfacht gesprochen, ist das alles hier so ein Container, wo die gesamte Programmierumgebung abgelegt ist. Und dieser Container, der ist das, was hier oben ist, mit diesem Dev-Container. Da hat man so ein JSON-File, das ist ein Dictionary und da stehen verschiedene Informationen drin, die das Programm braucht. Und was hier unter anderem gemacht wird, wenn dieser gesamte Container geladen wird, dann wird hier Update Content Command, dann wird das hier ausgeführt, dann wird dieses Packages Text geladen, beziehungsweise dieses Requirements Text wird nachgeguckt, was für Packages geladen werden. Und dazu muss dieser gesamte Container neu geladen werden. Und dafür braucht man jetzt einen Shortcut, und zwar auf dem Mac ist es Command-Shift-P und auf Windows dann wahrscheinlich Control-Shift-P. Das mache ich mal. Dann kommt hier oben so ein Dropdown und hier schreibe ich rein Rebuild und dann schreibe ich hier Rebuild Container. Und dann nochmal Rebuild und das Ganze dauert jetzt eine Minute. Also das ist was, das man nicht zu oft machen sollte, sonst nervt es natürlich. Das heißt, man überlegt sich mal, welche Packages man braucht. Schreibt ihr dann alle in die Requirements rein, macht ein Rebuild von dem Container und dann sind diese Packages auch verfügbar, damit man sie überhaupt erst importieren kann, sonst kann man sie erst gar nicht importieren. Und klar, jetzt ist auch schon da. Natürlich muss man das vielleicht mal machen, weil man irgendwas vergessen hat in den Requirements. Ist auch kein Problem. Aber wenn es geht halt nicht so oft, sonst ist es ein klein bisschen nervig, wenn man ständig warten muss. So, dieses kann ich hier dazu machen. Das brauche ich nicht. Requirements brauche ich jetzt auch nicht. Und jetzt sollte hier kein Fehler mehr kommen, weil ich jetzt HTTP-Import in den Requirements drin habe und den Container neu gestartet habe. Das wird jetzt hier neu gestartet, hier unten. So, und jetzt habe ich auch keinen Fehler mehr. Und weil es ein Import ist, setze ich das hier mal nach oben. Und hier mal wieder Always Rerun. Und jetzt habe ich diese Data Tools hier importiert. Und als erstes lade ich mir jetzt mal irgendein File rein, also gcc. Wenn ich jetzt nachgucken will, was für Befehle hier drin sind, da sind ja noch nicht viele drin, mache ich dir für Directory, führe das aus. Jetzt sehe ich hier nichts. Das kommt daher, dass ich jetzt hier das stwrite machen muss, sonst sehe ich da nichts.
Und jetzt sehe ich hier die am Commands, die drin sind, zum Beispiel GetData oder DisplayDatabases. Ich mache jetzt mal, ich lasse es einfach mal gerade rechts offen. GCC und dann GetData und jetzt nehme ich hier mal zum Beispiel BandaArk. Und nur BandaArk, das reicht, den Namen. Und das ist jetzt auch schon ein DataFrame. Den sehe ich jetzt wieder nicht. Es gibt ja auch ein Streamlit-Command, SDDataFrame, einfach nur, damit man ihn sieht, damit er dargestellt wird, auch auf der Webseite selbst. Und dann ist hier dieser DataFrame da, dieser BandaArk. Und wenn ich sehen will, was alles drin ist in dieser GCC-Datenbank, dann kann ich dieses Display-Databases nehmen. Also mache ich hier mal gcc.display. Databases. Und dann kriege ich hier die. Dann sehe ich Available Datasets. Sind die alle da mit diesen Cratons? Dann haben die noch eine Abkürzung, damit man nicht mal alles ausschreiben muss. Und noch ein Type. Und also als einfach Basic für Basisdaten. Und hier, das sind alles so GeoRock-Daten. Also ich könnte jetzt auch als erstmal filtern, mir nur die GeoRock-Daten anzeigen lassen. Also filtern, muss ich hier einen Filter bauen, dann mache ich, der Filter heißt jetzt, also GCC Databases und hiervon nur Type. Und ich mache mir vielleicht diese Databases, den gebe ich mal einen Namen, weil ich die vielleicht ab und zu mal brauche, DFDB für DataFrame Databases ist gleich dieses GCC Display Databases und dann brauche ich für diesen Filter hier nur noch DFDB und dann wende ich den an auf DFDB. Das war jetzt falsch. Also Filter ist DFDB Type. Wenn das in der Type-Spalte, wenn das gleich GeoRock ist, das ist der Filter. Und dann bekommt ihr diese True-False-Liste und dann wende ich das an, also den Filter hier unten. Und das war's. Und jetzt habe ich nur noch die GeoRock. Die muss ich natürlich auch wieder mit, wenn ich die sehen will, hier in so ein Write reinschreiben. Und jetzt sehe ich diese ganzen GeoRocks hier. Das heißt, ich kann jetzt einen Selektor machen, wo ich auswähle, welche Datenbank ich darstellen will. Das geht dann wie folgt. Also ich kann, wenn ich das nicht genau weiß, gehe ich hier auf die Docs von Streamlit, auf API Reference und dann oder direkt auf Search geht gleich auch und dann Select Box. Gehe ich da drauf. Da habe ich so die ganzen Infos und die ganzen Infos sehr gut erklärt. Ich bin jetzt mal ein bisschen faul und mache hier Copy und paste mir das hier rein. Streamlit habe ich oben schon, kann ich dann wieder wegmachen. Option, hier würde ich hinschreiben, Select Database, das ist der Variablennamen. Ich kann auch mal kurz weglassen, kommen wir gleich dazu, Select Box. So, jetzt haben wir hier, gucken wir mal kurz nach, Select Box, das ist genau das. So, ich habe jetzt hier, ich lasse mal dieses Option kurz stehen, so wie es gerade war. Und jetzt kann ich hier was auswählen, indem ich hier einfach draufklickt. Draufklick kann man auch alles machen. Oder ich schreibe hier irgendwas, ich schreibe nur Post rein. Dann steht ja automatisch Post, Homephone und so weiter. Und das, was ich hier auswähle, den Wert, den ich hier auswähle, einmal Post, einmal Homephone, einmal Mobilephone und so weiter, das, was ich auswähle, das wird in Option reingeschrieben. Und jetzt macht man STWrite und dann steht hier einfach nur USelected und dann Option und dann wird hier ausgegeben, was ich hier reingeschrieben habe. Und deshalb steht hier USelected Homephone, USelected Post, USelected Mobilephone und so weiter. Ich hätte jetzt gern Select Dataset. Dataset. Select the Dataset. So, jetzt gibt es hier einen Fehler, weil hier unten Option steht. Ich mache hier mal, kopiere einfach das rein, dann ist wieder okay. Jetzt soll hier aber als Liste natürlich nicht Post, Home, Mobile Phone stehen, sondern
diese Available Datasets hier. So, das Ganze ist jetzt dieses DFDB. Und von DFDB will ich jetzt haben nur Available Datasets. Und das sollte dann diese Liste sein. Und diese Liste, die, ich kann es ja auch komplett wecken, brauche ich da nicht, die schreibe ich mal direkt hier rein. So. Hier. Statt dieser Liste schreibe ich jetzt diese Liste rein und schon steht sie drin. In diesem Dropdown habe ich jetzt diese ganze Liste drin. Das ist doch schon mal wunderbar. Und je nachdem, welche ich auswähle, die steht jetzt hier. Das brauche ich eigentlich nicht mehr, das ganze Select Dataset interessiert mich eigentlich nicht. Sondern ich möchte jetzt, das brauche ich auch nicht mehr, ich möchte jetzt aus einem davon was darstellen. Zum Beispiel Magnesium, Silizium oder sowas. Und zwar auch mit Dropdown-Menüs. Also mache ich noch so ein zum Beispiel Select oder einfach nur X-Achse. X-Axis ist gleich ST Select Box Select X-Axis. Und hier sind dann die Elements. Also eine Elementsliste, die ich gleich noch erstellen muss, ausgewählt werden können. Und das Ganze auch noch für Y. Ja, zu Y. Elements. So. Jetzt haben wir das hier waren jetzt alle GeoRock-Datasets praktisch, die ich hier ausgewählt habe. Und jetzt will ich aus einem davon, also hier, aus einem davon mache ich jetzt Columns to List. So. Und jetzt muss ich mal kurz gucken, irgendwas stimmt nicht. Das hier right. Ich gucke mal kurz an, was ich hier habe. Ah, hier habe ich ja nur die, zu den Fehler habe ich die Namen dieser Kratone. So, und davon nehme ich jetzt mal den ersten. Falsche Stelle. Davon nehme ich mal den ersten. Ist egal, welchen ich davon nehme. Gear, warum ist ein Gear? Vielleicht kann sein, dass ich das als Liste machen muss, sonst funktioniert der Befehl da nicht. Ja, jetzt habe ich das Ganze hier und jetzt aus dieser Liste nehme ich mir das erste raus. Und jetzt kriege ich hier zum Beispiel West African Craton. So, also das hier, was jetzt in diesem Write drin ist, ist jetzt dieser West African, nur der Name West African Craton. Dann mache ich ein GCC Get Data. Von diesem West African Craton hier und das kann ich jetzt wie immer nicht sehen gerade, das müsste dann in das Write reinschreiben, wenn ich das sehen will. Das mache ich mal kurz, schreibe das hier, kopiere das in das Write rein und jetzt sehe ich den ganzen. So, und hiervon will ich jetzt die ganzen Kategorien haben. Das heißt, da kann ich jetzt hinten hingehen und mache Columns.toList. Und jetzt sollten hier die ganzen Kategoriennamen stehen von dieser Datenbank. Und das nenne ich jetzt, und dafür will ich jetzt auch nicht diesen ganzen Kram hier vorne haben, sondern bloß ab Silizium, das ist 27. Also mache ich hier hinten noch hin 27 bis zum Schluss. So, jetzt geht es bei Silizium los. Und das sind jetzt alle Elemente. Das ist jetzt natürlich relativ lang und kompliziert in einem Dings geschrieben. Ich hätte ja auch zum Beispiel diesen Teil hier mit Datasets auch noch anders benennen können. Das sind jetzt die Namen aller GeoRock-Files, die ich jetzt noch hier hinschreiben können, zum Beispiel DF,
oder GeoRock Names ist gleich das Ganze, dann wäre das auch das gleiche wie hier an der Stelle. Das sind nur die Names. Und dann ist es ein klein bisschen übersichtlicher hier. Und das hier sind die Elements. Damit soll jetzt auch der To-List, Get-Data, hier muss natürlich auch das wieder rein. So. Machen wir das hier weg, ein bisschen mehr Platz. Und jetzt habe ich hier die ganzen, also im ersten Dropdown habe ich die ganzen Namen der GeoRock-Files und hier habe ich die ganzen Elemente. Wunderbar. Jetzt will ich nicht immer dieses ganze Ding hier sehen, aber vielleicht interessiert es mich doch auch die Tabelle zu sehen. Was ich jetzt machen kann, ich kann diese Tabelle in einen sogenannten Expander packen. Mal gucken, was das ist. Expander. So, Expander. Label Expander False. Okay. So, das muss dann so gemacht werden. With, das ist so eine bestimmte Schreibweise. Soll es mal egal sein. With stExpander und dann kommt hier unten irgendwas rein. Okay, ich kopiere mal nur das. Ich muss das hier da auch schon kopieren, sonst klappt das nicht. Dieser Barchart hier unten wahrscheinlich irgendwo auftaucht. Nee, tut er nicht, brauche ich gar nicht. Das ist nur da oben. Ich brauche nur das hier unten. Kopiere das mal hier rein. Gucken, was passiert. Der müsste jetzt hier irgendwo auftauchen. Ich mache das mal hier ein bisschen einfacher. Lösche das mal alles weg. Wahrscheinlich hatte ich hier. So. Und jetzt steht hier with stExpander, das ist die Explanation. So, hier sehen wir jetzt die Explanation, das ist das hier. Ich kann es mal ersetzen durch Show Data. Und dann soll hier stehen Show Data. Wenn ich das hier aufmache, dann kommt das, was hier unten in diesem, hinter dem With mit diesem Indent drin ist. Irgendein Bild und irgendwas. Und hier sollen jetzt die Daten rein. Das heißt, das hier, was ich gar nicht haben will, das lösche ich weg. Und diesen Data Frame, den will ich haben, muss natürlich den Indent machen. Und jetzt kann ich hier Show Data, und jetzt habe ich hier einen Expander, kann ich das anzeigen oder nicht. Wunderbar. Und jetzt will ich hier dazwischen noch den Plot machen. Und da will ich jetzt einen Bouquet-Plot machen. Jetzt gucke ich mal nach, wie das geht. Hier Bouquet. Und dann gehe ich wieder ganz nach unten. Und mache hier einmal Copy. Paste das hier rein. Guck mal, wo das Ganze anfängt. Streaming brauche ich nicht. Import mal nach ganz oben. So. Und dann ist das hier der Plot. Der geht bis hierhin. Das hier ist der Plot. Ich habe jetzt hier einen P für Plot. Kann man irgendwie nennen natürlich. XY, dass das als dargestellt wird. Simple Line Example. So, wir wollen keine Line, wir wollen einen Scatter Plot und deshalb machen wir hier nicht Line, sondern Scatter. Und dann sollte hier ein Scatterplot sein. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, lassen wir es mal für einen Moment. Kann sein, dass das hier erst sich nochmal reloaden muss. Lass mal für einen Moment. Jetzt gucke ich mal nach den Sachen, die ich tatsächlich plotten will, nämlich hier Silizium, also X-Axis. Und dann mache ich jetzt mal ein stWrite, damit ich mal einfach nachgucke, dass ich jetzt, was ist eigentlich X-Axis? X-Axis. So, das ist einfach jetzt, das muss ich nochmal reloaden. Das ist Silizium. Also wenn ich in dieser Variable X-Axis steht, einfach nur das Wort Silizium. Und jetzt habe ich ja, jetzt wähle ich ja hier den West African Craton aus. Das heißt, ich gcc get data
Und dann West African Kraton, beziehungsweise das ist ja die Auswahl, die ich hier treffe. Da brauche ich natürlich keine Strings, sondern den Wert und dann bekomme ich automatisch das. Und von diesem West African Kraton in dem Fall will ich dann nur die Siliziumwerte und das sind jetzt die X-Achse Silizium. Das heißt, wenn ich jetzt hier in der Form Silizium hinten reinschreibe, sollte ich eigentlich Silizium kriegen. Ich kann auch mal hier ein ST-Write machen, um das anzugucken. Das funktioniert. Und ja, alle Siliziumwerte, wunderbar. Hier ein ppm, wie man sieht, also sollte man noch durch 10.000 teilen. Kann ich ja gleich an der Stelle machen. Geteilt durch 10.000. Und dann kriege ich jetzt hier vernünftige Siliziumwerte. Das heißt, das hier gibt mir die Siliziumwerte. Und deshalb schreibe ich das jetzt einfach hier hin. Bei x und bei y das gleiche. Nur, dass die natürlich dann y-Achse steht. So. Ich könnte es natürlich auch direkt hier unten reinschreiben. Also dieses ganze Ding kann ich auch hier unten reinschreiben. Ist ein bisschen Geschmackssache, wie man es machen möchte. Und weil diese Liste immer bei Silizium anfängt, steht hier immer Silizium. Und Silizium ist eigentlich auch ein bisschen dämlich. Vielleicht will ich ja auf der X-Achse Silizium, auf der Y-Achse Magnesium. Deshalb gucken wir mal hier bei Bucke. Und nicht bei Bucke, sondern bei Selectbox. Und da gibt es jetzt Index 0. Options Index 0. Index 0, die Index of the preselected option on first render. So. X-Achse ist mir egal, bei der Y-Achse Index ist gleich, ich mache mal 2. Nehmen wir mal 0. So, dann steht hier Silizium. Mache ich hier 1, dann steht Titan, dann mache ich 2, steht Bohr, mache ich 3, steht Aluminium, mache ich 4, steht Chrom, da kann ich jetzt so durchsuchen, also ich gucke mal, wo ungefähr Magnesium ist, noch ein bisschen weiter, Calcium und Mangan außenrum, mache mal 10, da ist Mangan, das war danach, dann 9, dann habe ich Magnesium und dann kriege ich als erstes mal vernünftig auch das hier angezeigt. So, X-Axis-Label ist X. Gut, da kann ich jetzt natürlich einfach X-Axis reinschreiben. Dann bekomme ich hier unten Y-Axis. Und dann steht hier auch gleich mal Silizium und Magnesium, wenn ich auch hier Y hinschreibe. Und dann kann ich auch hier wieder ein Plus machen und dann hinschreiben in Klammer sind bei beiden und dann sieht es schon halbwegs vernünftig aus. So. Ja, dann sieht es hier schon ganz gut an. Select X-Achse, Select Y-Achsis und dann habe ich hier Silizium-Gewichtsprozent, Magnesium-Gewichtsprozent und so weiter. Wenn ich jetzt was anderes aussuche, kriege ich hier natürlich was anderes. Zum Beispiel hier oben steht Simple Line Example oder hier steht auch noch Trend. Trend, da könnte ich jetzt hinschreiben den Selected Dataset statt Trend. Und das ist natürlich kein String. Jetzt habe ich bei Karl Rift Zone, Basta und so weiter. Und jetzt kann ich diese hier schön darstellen. Jetzt mache ich noch eine kleine Sache. Und zwar habe ich jetzt hier diese Select Boxes. Und die will ich jetzt auf die linke Seite von dem Ganzen hier haben. Und das geht mit Columns. Columns. ST Columns. So, wie geht es? Aha. Kopiere ich mal die ersten zwei. Ich brauche nur 2. Und kopiere die mal hier davor. Jetzt habe ich nur 2. Jetzt habe ich hier Column 1, Column 2. Und dann mache ich hier eine 2 rein. Und dann with Column 1. Und dann kommt, was hier in der Column 1 stehen soll. Und das sollen diese ganzen Select-Dinger da sein und nicht irgendwelche Hunde und Katzen. Und natürlich eingerückt. So. Und jetzt steht es hier links und rechts soll auch wieder kein Hund sein, sondern sollen
soll der Plot sein. Das heißt, das hier alles einmal einrücken und dann hier nach oben. So, jetzt habe ich hier das und daneben den Plot. Sehr schick. Jetzt ist das ein bisschen breit, das ist ein bisschen schmal. Ich kann auch hier statt 2 eine Klammer machen und reinschreiben, links soll 20% sein und rechts soll 80% sein. Das ist 20% und das ist 80% oder 25, 75. Also wenn ich hier nicht auf 100 mache, ich kann ja auch 90 reinschreiben, dann ist alles einfach renormalisiert. Ja, das mache ich mal jetzt hier. 75 und dann ist es, denke ich, ganz okay. Dann habe ich das Ganze. Und dann habe ich jetzt hier diesen Plot hier unten, kann ich mir auch die Daten anzeigen lassen, wenn ich will. Wunderbar. Und wenn du jetzt Lust hast, es gibt statt diesen Selektor, kann ich auch einen anderen nehmen, der heißt Multiselect. Multiselect. Wie geht es? Nehme ich mal. Und dann kopiere ich einfach mal nach ganz unten. Gehe mal nach ganz unten, guck mal an, was da passiert. Das brauche ich nicht, habe ich schon. Okay. Jetzt hier oben steht irgendwas, das ist wieder das, was hier steht. Und das will ich auch mal gleich wieder ändern. Und das soll wieder sein, Select Dataset. Das ist schon mal klar. Und dann habe ich hier hinten zwei Listen. Eine längere und eine kürzere. Und die längere ist die, was ich hier zur Auswahl habe insgesamt. Und die kürzere ist die, was vorausgewählt ist. So, jetzt gehe ich zurück zu meinem Select und Georg nimmt, denn die sollen wieder hier drin sein. Und zwar als die erste Liste natürlich, sollen hier die Georg Names stehen. Und als zweites, ja gut, da sagen wir mal von den Georg Names einfach mal nur, soll die erste drin stehen. Okay. Georg Names. So, das brauche ich hier eh nicht mehr. Guck mal kurz, ob ich irgendwas falsch im Kopf habe. Ah, das ist noch keine Liste. Das sollte eine Liste sein. To List. So, das ist besser. Kann man natürlich auch oben gleich machen. Wobei hier funktioniert es. Keine Ahnung, das sind auch manchmal kleine Syntax-Sachen. Das soll jetzt auf jeden Fall gehen. So, jetzt sind schon alle ausgewählt. Das ist natürlich ein bisschen Blödsinn. Da würde ich hier vielleicht auswählen, also ich 0 bis 3 von mir aus. Und jetzt sind dann die ersten 3 ausgewählt, weil das ist ja exklusiv der. Das war 0, 1, 2 und der dritte wird nicht mehr angezeigt. So funktioniert der Multiselect. Und jetzt kann man das Ganze hier ein bisschen umschreiben. Da braucht man eine Vorschleife an der Stelle für den Plot. Und dann kann man das so umschreiben, dass man hier oben nicht 1 aussucht, sondern dass man mehrere aussucht. Und dann werden hier diese alle dargestellt. Und wer Spaß hat, kann das ausprobieren. Ist aber, ja, geht schon. Eine letzte Sache, hier hinten ist so dieses Blaue, hier kann man drauf gehen und wenn ich jetzt hier auf Commit and Push gehe, dann wird es in mein GitHub Repository rübergeschoben und das ist eigentlich auch nötig, damit die Webseite funktioniert. Soweit ich weiß, hier kann man einfach nur irgendwas reinschreiben. Initial Update, keine Ahnung, das ist nur für einen selbst. Keine Relevanz. So, yes. Mehr muss ich nicht machen. Und wie gesagt, wir haben eigentlich mit GitHub überhaupt nichts zu tun. Das war es auch schon. Jetzt gucke ich mir mal die Webseite selbst an. Open. Und so sieht es jetzt aus, was ich mir hier gebaut habe in, keine Ahnung, Viertelstunde, 20 Minuten. Wenn man das natürlich ein paar Mal gemacht hat, dann geht es noch ein bisschen schneller. Wir haben hier auch Latitude, Longitude dabei. Da lässt sich jetzt auch noch leicht eine Karte dazu machen und hier oben zum Beispiel so Reiter, wo man umschalten kann zwischen
Karte und diesen Plot. Das dann im nächsten Video.